GZSZ ne Homerin, ganze Sinol kriegt dauerhafte Rolle. Die GZSZ-Familie vergrößert sich. Seit Oktober flimmert als taffe Clubbesitzerin Shirin Ayanci über die deutschen Mattscheiben. Aus ihrem zu Beginn angedachten Gastspiel wird nun eine dauerhafte Rolle. Ab sofort gehört die in Spür geborene Schauspielerin zu den Hauptdarstellern der beliebten Dösab. Mit ihrer temperamentvollen Art und ihrem attraktiven Äußeren hat Rolle Shirin offensichtlich nicht nur Jon, gespielt von Felix von Jascheow, 35, den Kopf verdreht. Als Teil des Hauptcasts werde die Deutsch-Türkin für Aufsehen sorgen. Die Serienmacher versprechen den Zuschauern denn schon jetzt eine hochemotionale Geschichte mit der selbstbewussten Geschäftsfrau, wie RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab. Für die Fans des Formats dürften diese News besonders erfreulich sein. Einige Sat-Anhänger fürchteten nämlich, dass der Mauerwerkbrand gleichzeitig das Aus für ihren Charakter Shirin bedeutet. Berechtigte Annahme, schließlich verlässt die Geschäftsfrau nach dem Feuerdrama zunächst den Polo-Kiez, um in Miami einen Club zu übernehmen. Doch nun steht offiziell fest, Shirin kehrt dauerhaft nach Berlin zurück. Von einem anderen Seriencharakter mussten sich die Fans jedoch Anfang Februar verabschieden. Oliver Frank, 42, verließ die erfolgreiche RTL-Soap. Die häusliche Gewaltstory seiner Figur Martin Ahrens war nach nur wenigen Monaten bereits auserzählt.